Die hat echt drei Delay gehabt. Das ist echt cool. Alter, die ist ja stark. Die ist ja selbst mit vier Delay stark. Aber warum ist hier kein Goblin? Da ist ein Goblin drauf auf dem Bild. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Das ist eine ziemlich gute Frage. Aber da frage ich mich auch, warum der, wie heißt der Octopus Thunder? Also dieser 4-Delay-Seafolk mit Blitz alle 9 mit Rune. Das ist ja auch so ein Kraken im Wasser und da sind noch Goblins, die in so ein U-Boot darum tauchen. Die ist ja auch nur Seafolk. So, als Dual wäre sie. Na, als Dual? Meinst du die jetzt hier oder wie? Oh, das stimmt. Habt ihr euch die mal dual angeguckt? Welche? Die jetzt hier, die OP, also die aus der Arena-Kiste. So. Das macht keinen großen Unterschied. Doch. Wer sagt 7 statt 5? Andreas, ich weiß, dass du das nicht gemeint hast, aber es ist trotzdem nice, dass ich das jetzt so zufällig noch gesehen habe. Ja, Berserk 7 statt 5 ist mir klar, aber Freeze bleibt, ein Schraut weniger nur, drei Leben nur weniger und. Also, das ist. Die hat so ein bisschen was vom Blastall. Da gibt es echt keine große Veränderung, aber gut, es ist ja eh nur eine epische, da kostet es ja eh nicht so viel. Also, ich find die ganz schön heftig, die Karte. Was die aushält, was die freest, die berserkt sich hoch. Junge, Junge. Warum Adora Bubble? Da wäre es auch besser gewesen, wenn sie die Goblin-Truppe reingepackt hätten. Die wäre besser gewesen als Adora Bubble. So, Seasmaw. Den Sharkstorm Seas ja, Schatz, das habe ich eigentlich erwartet. Sharkstormer. So, ja, da hatten wir es ja gestern Seasmaw. noch drüber. Seasmaw ist immer noch solide, sehr, sehr stark. Regeneration könnte ja sein. Spiele ich mit legendärer Frostbreath-Rune auf dem Free-to-Play-Account. Ich finde die gut. So, und die erste Karte gucke ich mir jetzt mal an. Okay. Die ist auch gut. Doppelschlag Valor. Gerade jetzt, wo Valor so OP ist. Halleluja. Gut, die hat jetzt zwar nicht viel Leben. Ich habe schon wieder vergessen. Was macht die Valor-Rune? 50 oder 75%? Daki? Ja. Valor-Rune? 50 oder 75%? Ich muss mal Ich gucken. wette, Andreas ist schneller. Deck. Habe ich den Betreal habe ich drauf. 50. 50. Andreas war schnell. 50er. Andreas war eine tausendstel Sekunde schneller gewesen. Es tut mir leid, Und Daki. mindestens plus 3. Ja, das ist ja wurscht. So, da hat die also Valor 11. Ja, das ist zu viel. Das ist zu viel. Weil dann hat sie nämlich 17. Ich würde die eher so lassen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich hier immer so predige. Aber ich würde Valor 7 lassen, weil dann hat sie nämlich 13 Attack und da kann es durchaus möglich sein, dass sie nochmal Valor bekommt. Aber wie ist denn das dann im Doppelschlag? Nee, ne? Da kriegt sie nicht doppelt. Das ist ja, das braucht dann Doch. erst noch eine weitere Runde. Nee, also wenn das so ist, dann macht es doch wieder Sinn, Valor-Rune drauf zu packen. Ich bin ja eher so der Freund, der darauf, der antizipiert, nee, der darauf hinaus ist, dass man eine Karte doppelt Valor bekommt. Sprich, wie viel Attack hat Betrayal? 6? 7? 6. 6, so. Und Valor hat die, glaube ich, auch 6. Ohne Rune. Mit Negi Valo hast du für Valo noch. Ja, und ohne hat sie halt 6. So, und da würde Betrayal 12 Attack haben und das ist durchaus möglich, dass sie dann nochmal Valor bekommt. Gut, bei Doppelschlagskarten macht es jetzt nicht so Sinn. Aber bei so ganz normalen Karten, so One Delay, wie zum Beispiel Hellwing oder so, da wäre ich eher darauf bedacht, dass man sie mit einmaligen Valor so auf 10, 11, 12, 13 Attack bekommen, weil dann besteht halt die Möglichkeit, dass ich nochmal Valor bekomme. Und dann ist sie halt bei 20. Aber ich finde die trotzdem stark. Also mit Rune hat die ja dann Valor 11, da hat sie 17 Attack, 17 Doppelschlag. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Also die erste finde ich echt Bombe.
Also für Free-to-Play-Verhältnisse natürlich. Seasmore finde ich etwas schlechter, aber trotzdem gut. Und die letzte. Diesmal ist also im BGE auf jeden Fall eine stabile Free-to-Play-Karte, da kannst du nichts sagen. Ja. Die kommt auf jeden Fall raus. Die ist, ja, ich sag nichts, die ist echt gut, aber ich finde die erste einen Tick noch vielleicht spielbarer, besser. Und die letzte, naja, das ist so eine Sache, das Schraut bringt dir eigentlich nichts, weil die hat ja eh Schild 17 oder so. Irgend Mit sowas. 50 Leben. Mit 5, ja, 30%? Ach nee, Quatsch, jetzt habe ich mit 33% gerechnet. Ja, da hat sie halt 16 Schild oder so. Das Schraut bringt dir ja eigentlich nichts. So, und wenn die Karte Ja, rauskommt. sagst du nicht, also solange die Goblins aktiv sind. Ja, aber 16 Barriere jede Runde. Also es wird verdammt schwierig, da an das Schraut ranzukommen. Die ist auf jeden Fall, die kommt zu 1000% raus. Ich wüsste gar nicht, mit welcher Karte man die down kriegen könnte. Mit Lev auf 10? Weiß ich nicht. Müsste man mal rechnen, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Erst Schraut, dann Barriere. Das wäre ja noch besser. Wenn zuerst das Schraut zählt und dann erst die Barriere. Dann hat die ja. Erstmal werden die 5 Schraut aufgebraucht. Dann hast du nur 15 Barriere. Die ist nicht tot zu kriegen. Die ist nicht tot zu kriegen. Und auf der würde ich Legi Berserk spielen als Free-to-Play. Weil im Seafolk BGE wird die, wie gesagt, zu 1000% rauskommen. Und wenn sie jetzt halt rauskommt, Berserk 11, das schmeckt. Das schmeckt ganz gut. Also, wann haben wir denn das letzte Mal. Gut, ich kann mich jetzt auch irren, aber wann haben wir denn das letzte Mal so eine krasse Arena-Kisten-Box gehabt? Arena-Kiste gehabt? Ich find's beeindruckend. Ist echt eine gute Kiste. So, und jetzt gucken wir uns mal die Pay-to-Win-Kiste an. Uiuiuiuiuiui. Auf den ersten Blick sieht sie lecker aus. Ja, Hexbolt. Noctrus First Drop, dann Typhoise oder Vali, dann Eule. Ja, ich kann es mir ganz gut vorstellen. Stimmt, Noctrus. Noctrus schafft die Karte. Der Narwhal. So, Akuro ist, wie gesagt, eigentlich ziemlich geil. Ich Kann mag die man. überhaupt nicht. Akuro findest du nicht geil? Nee. Akuro ist Panzerung. super. Panzerung 6, ermächtige alle Seafolk 6 und dann noch selber mal Single. Seafolk 6 ermächtigen. Findest du nicht gut? Ich mag sie nicht. Wir mögen dich auch nicht, aber wir akzeptieren dich. Du magst die ja nur nicht. Du magst die ja nur nicht, Weißt weil die so einen langen hat und so einen du? Ich zackigen, so einen finde zackigen. den 5-Color Flapper besser. Den was? Der voll Quitty ist, die Karte. Daki, wir sind jetzt gerade bei der ersten Karte. Nicht bei der sechsten. Nee, bei der vierten. Also ich finde Akuro geil. Ja, also ich mag Akura auch. Oh, stimmt, bei 5 ist Tetra schön. Sprout, die hast du doch gestern gespielt, Philipp, ne? Ja. Ja, die hat mich ja ganz schön zerlegt. Gerade mit ihrem Doppelschlag vor. Was hast du für eine Rune drauf? Frostbreath. Legi? Ja. Ja, dann waren es sechs, ne? Ja. Ja, das ist schon. Und wenn die halt dann noch durch Sea Sky zusätzlich ermächtigt wird, dann Ja, räumt das Ding natürlich auf. durch Quiti, durch. Ich weiß nicht, ob Atlas möglich ist hier in den. Vor allen Dingen, die hat ja Doppelschlag jede 2. Ja. Also ich glaube, das war die beste Seafolk-Box, die es damals gegeben hat. Bis auf die mit der Krabbe natürlich. Ich habe gerade Grüße an überlegt, Tim. deswegen kam mir meine Reaktion so spät. Aber ich glaube. Ich glaube, eine Schild alles Seafolk-Rune wäre wahrscheinlich besser. Ja, aber schwierig. Also wenn sie rauskommt und den Damage raushaut, dann braucht sie den Schild normal auch nicht mehr.
Ja, Barriere 4, also wenn sie jetzt nicht im Doppelschlag ist, ist jetzt natürlich nicht so knackig. Im Doppelschlag, gut, da sind es 8, das ist wieder eine andere Geschichte, aber ob das jetzt Frostbreath 4 oder Frostbreath 6 ist, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob das. Also ich finde, so 55% hat die Schild alle Rune da die Nase vorn. Ja, es Aber ist halt das ist dann Situation. Haarspalterei. Andreas, was meinst du dazu? Schild alle? Frostbreath? Leben? Eigentlich nicht. So, gucken wir uns mal die dritte Karte an. Da habe ich keine Meinung. Oh, gut. So, legendär Chaos Seafolk. Vergeltung, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich tue mich ziemlich schwer mit Vergeltung. Vergeltung im Seafolk BGE? Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall ein ganz schön geiler Tank. Und wenn sie dann rauskommt, macht sie mal knackiges Enrage alle. Regeneration 8. Enrage 8. Das Vergeltung, das stört mich. Ja gut, wenn die jetzt noch Ward hätte oder Unsichtbarkeit, dann hättest du fast als Champion verkaufen können. Wenn ich kein Free-to-Play wäre, würde ich die kaufen. Na genau. Ja, mei. Ja, fangen wir Also. wieder an. Ja, ist fast zu spät. Der Dialekt, den ich gerade gesprochen habe, das war einer, der ist nicht meiner, der ist ostsächsisch, glaube ich. So Dresden. Ostsächsisch. Dresden, Eine Erzgebirge. Steigerung von Sächsisch? Eigentlich ist es Erzgebirge. Aber so spreche ich nicht. Das, ich habe gerade eine frische Ketchupflasche aufgepackt. Das hört sich an wie so ein dünnsches Furz. Bitte erzähl mir mehr. Also Ich esse gerade Fleischwurst. Sau lecker. Mir fällt gerade ein, ich müsste mal den Ofen an. Wartet mal ganz kurz, ich mach mal kurz den Ofen an, um mal ein bisschen vorheizen, damit ich die Pizza einwerfen kann. Alexa, Ofen an. So, Dark, wie war dein Tag, Hase? Ruhig. Soll ich dir den Nacken massieren? Ja. Ein warmes Bad einlassen, ein Nee. bisschen Kerzenlicht. Wie war dein Karnevalfeier? Ja, ganz gut. Guck dir mal an, was Future geschrieben hat. Ist das nicht ein kleiner Schweinepriester? Wütür, du kleine Rampensau, du. Und der sagt einfach nichts, ne? Das sagt der einfach nichts. Der hätte sich jetzt aber sowas von am Boden gekugelt, wenn die jetzt verbrannt gewesen wäre. Na warte, wenn ich auf dich in Tunja treffe, da wirst du den Zorn meiner ägyptischen Götterkarten spüren. Ach ne, falsches Spiel, Entschuldigung. So. Also ich finde die jetzt nicht so pralle mit wegen Vergeltung, aber sonst Regeneration, das ist schon viel. 40 Leben ist natürlich auch ziemlich gut. Und dann Enrage alle 4. Ich finde sie gut. Also, ja. Also ich fände sie top, wenn sie keine Vergeltung hätte und so ist trotzdem durchaus brauchbar. Der Narwal, da weiß ich es nicht. Ach gut, der hat auch durchbohren. Der hat ja durchbohren. Das habe ich ja ganz vergessen. Und du musst das passende Lied dazu abspielen, Philipp. Warum nicht? Na, na, Idiot. Was, Ja, ich da investiere gibt's in ein deinen. Lied? Mach's nicht kaputt. Ja, Ja. auf YouTube. Ja gut, das ist jetzt Copyright, deswegen. Warte mal, ich habe ja gerade hier Dings offen. Wie heißt das hier, Spotify? Warte mal. Wie heißt das Lied? Nawohl. Jawohl. N. Ja. Narwals von Mr. Diebe. Nee, Mr. Wiebel. Wir hören Alles klar. mal, ich mach mal ganz kurz die Musik ziemlich laut und dann hören wir mal ganz kurz rein. Claim. So, geht das denn jetzt hier? Boah, das ist sogar das gehörteste Lied von dem. So, spielst du das jetzt mal ab?
Okay, er hat gerade keinen Bock drauf. Naja, gut. Mach mal wieder das andere. So. So, Nawal, ja. Hast du schon Erfahrung, Philipp, ob der rauskommt? Er kommt raus, aber er hat mich nicht so überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Die Goblins machen dem zu arg zu schaffen. Die Goblins. Ja. Guck mal ein Video, dann weißt du, was ich meine. Okay. Hast du den Nawal? Ja. Und da kommt er nicht durch. Er kommt raus, er hat auch zwei Karten geklärt, aber er braucht einfach zu lange. Also müsstest du Nawal mit Lucky spielen. Also er braucht zumindest ein bisschen Support. Naja, Lucky hat jetzt wenigstens zwei Delay nur. Weil deine Qualle hat ja drei Delay. Oder irgendwas, was Schild alle macht. Ja, Unsichtbarkeit 3 ist halt, das war früher mal völlig OP, aber heutzutage, das muss schon jede One Delay haben. So ungefähr. Damit sie top wird. Na gut, aber eine Karte mit Unsichtbarkeit 5 wäre halt auch schon ein Nee, bisschen zu nicht arg. 5, aber 4. So Ja, wie Lucky neben dran. Xovrus. Oder Lucky. Ja, Lucky können wir jetzt schlecht als Beispiel nehmen für andere Karten. Da waren. Warum? Lucky ist eine 2-Delay. Hallo? Ja, da haben die aber, glaube ich, mal ein paar Einnahmen genommen und mal so äußerst fragile Substanzen eingenommen. Ich hätte Deswegen. auch nichts dagegen, wenn sie Narwhal Pierce 25 geben würden. Wäre ich auch schon Ja, zufrieden. das ist ja scheißegal, wie viel Pierce der hat. Genauso wie bei Noctuous, ob Nein. der 12 oder 14 hat. Also, wenn du sagst, dass der nicht spielbar ist, na gut, wahrscheinlich mit sehr viel Support. Und wenn das an so viele Also, Bedingungen geknüpft ist, dann wird es schon schwierig. verstehe mich nicht falsch. Doch, tue ich. Momentan eher schwierig. Genau die Karte meine ich. Ist halt wieder situationsbedingt. Oh, das Und ist halt die der meinte ich. 5-Farben-Finn-Master. Wieso heißt der nicht Stiff-Master? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass der nächste BGE Avian sein wird. Kann das sein? Hatten wir Avian schon lange nicht mehr? Das könnte sein, ne? Ja, Frösche müsste eigentlich noch kommen. Ja, oder eigentlich müsste jetzt Insekten kommen. Stimmt, Insekten, ja, dass ich mal wieder einen In Rubin Insek kriege. Insekten ist ja auch schon wieder 5000 Jahre. Ich weiß nicht, also Frösche kriechen sie in den Arsch, aber Insekten hassen die. Seitdem ich jetzt spiele, das ist jetzt, keine Ahnung, ich behaupte jetzt mal 2 Jahre. Ich habe keine Ahnung. Seitdem habe ich einmal oder zweimal in Insekten-BGE gespielt. Doch, Weiß ich nicht. zweimal, ne? Ja, du hattest Regemagel relativ oft, ne? Also ich denke dann schon zweimal. Also ich weiß, dass ich damals angefangen habe, und zwar wo Beetlon Bunker rausgekommen ist. So, und das war ja ein Insekten-BGE und danach kam Goblin. Und zum Goblin Guild War habe ich angefangen. Also da habe ich gerade die Insekten verpasst gehabt, deswegen habe ich nur die zweimal gespielt bisher. Ich denke, es war zweimal, ja. Weil wenn ich seit 2 Jahren Spellstone spiele, muss es ja auch zweimal Insekten gegeben haben. Weil so viele Fraktionen gibt es ja nicht. So. Oh, was laber ich heute wieder? So. 54 Leben, Regeneration. Boah, Regeneration 8 und heilen alle 7. Also. Ja, die finde ich stark. Also, das ist eine. Du hast hier jede Karte. Du musst eigentlich die ganze Box kaufen und jede Karte davon spielen, weil die sich alle untereinander supporten. Du hast Akuro. Wobei ich sagen muss, dass der Five Color da eher so ein kleiner Ikaror ist. Also ich finde Ikaror persönlich besser. Ja, aber der hat ja halt noch Regeneration. Ja, Ikaror kann man natürlich auch nehmen. Aber so. Akuro ermächtigen alles Seafolk. Die Qualle. Schild Schild alle. alles Seafolk. Also Schild alle. Dann Mermantra hat Enrage. Der Nawal. Ja gut, der hat da Schwimmt in die Doppel-BGE und Ocean. Durchbohren. Schwimmt So. in die Ocean, ja. Dann hast du den Fisch. Der überlebt übelst wegen Regeneration. Der heilt alle extremst. Heilen alle 11 kann er haben.
Und dann hast du noch Quiti mit Amechi. Du hast alles mega krasse, geile Supporter-Karten. Ist schon was bei uns im Band geschrieben worden? Zu der Box. Ja. Also auch so bezüglich Kaufempfehlung und so weiter. Das Problem ist wieder nur, das kannst du halt wieder nur im Seafolk BGE spielen. Also, ich finde die, ich möchte da eigentlich gar keine schlecht reden oder so. Die alle in Kombination, kann man sich vorstellen, ist wie die Exodia. Du brauchst da fünf Teile, um Exodia zu ziehen, um das Spiel zu gewinnen. Das ist genauso wie hier. Du und dein Exodia-Gedönse gerade, ey. Wieso Ex? Was hast du gegen Exodia? Hast du gegen Exodia Nicht das verloren früher? Bild. Also man muss ja Naja, immer gut. mal bedenken, was wir für beschissene Boxen schon in Space Dune gesehen haben. Und jetzt klammern wir noch die Goblins aus. Was wir da schon für Dreck gesehen haben, wo vielleicht zwei, drei, wenn überhaupt drei gute Karten drin waren. Und hier haben wir einfach gar keine schlechte Legendäre. Und du hast einen Scout-Deal. Ja, das spart dir. Was spart dir das 120 Splitter oder so? Vier Karten Was auf spart dir das? einmal für 120. Ja, das sparst du dir 120. Ja, das ist lächerlich. Das sind ja nicht mal. Was ist denn das? 2%? 3% Ersparnis oder so? Keine Ahnung. Kommt nicht danach noch ein Adventure-Deal oder so? Also Ja, ich. normalerweise sind es zwei oder drei Deals. Ja. Keine Ahnung. Also ich finde die Box geil, muss ich sagen. Ja, Also dann ich muss. drücken wir auf den Knopf. Genau, testen wir es aus, was da jetzt als nächster Deal kommt. Computer sagt nein.